Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hearthstone und wir spielen in dieser Folge mal wieder den Totem-Schamanen im Standardmodus. Also, let's do this! Mal gucken, was wir als Gegner hier spendiert bekommen. Ich nehme eigentlich alles, außer den Priester, darauf habe ich irgendwie gar keinen Bock. Ja! Schurke! Einer der meiner Favorites. Eure Zeit ist gekommen. Boah, ich hatte gerade so eine Niesflash, ey. Kennt ihr sowas? Alter, so, dass die erstmal so voll so 3, 4, 5 Mal hintereinander abniesen müsst. Ich hab fast nie, bei mir kommt, Nieser kommt selten allein. Irgendwie, also. Für die Leute, die es kennen, Alter, auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich mal interessieren, ob ich da der Einzige bin. Aber ich glaube nicht. So. Ja, was hauen wir denn jetzt hier als erstes mal raus? Macht keinen Sinn. Ja, wir hauen erstmal einen Totem raus. Alles andere ergibt keinen Sinn. Das oder lieber das? Ich würde sagen, wir machen lieber das. Das andere könnten wir in der nächsten Runde immer noch zusammen mit einem Totem spielen. Und davon haben wir auch zwei auf der Hand gerade. Ein Schuss, ein. Ja, und jetzt kommt die Waffe verstärken oder was? Ah, klar. Bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, oder? Als die Kollegen hier zu spielen. Das war's. Dann haben wir gleich immer noch immerhin 3 Mana. Er war irgendwie klar, ne, dass er sie beide wegbekommt. Ist zwar nervig, aber scheiß drauf. Gut ist, dass er nichts anderes Nerviges noch dazu gespielt hat. Boah, du Arsch, Alter! Todesröchchen 2-2, da habe ich ja überhaupt gar keinen Bock drauf. Boah, wir haben eigentlich für alles was ordentliches auf der Hand. Deswegen. Ich frage mich. Nicht verzagen. Das kriegen wir schon hin. Okay. I understand. Trotzdem werde ich es jetzt so machen. Ja.
damit muss er jetzt erstmal klarkommen. Boah, dann hat er ja schon das meiste seines Manas verbraten. Hey, am Stiel kaufen. Und dann machen wir das doch mal so. Dieser Diener hat bereits angegriffen. Feuer frei! Nochmal eine Karte ziehen. Und nochmal geheilt. Wunderbar. Hat jemand den Arzt gerufen? Oh, Mensch, hat er sich zwei Leben geheilt. Also ich würde jetzt erwarten, dass er noch die Combo irgendwie hat mit Waffe opfern, alle Gegner kriegen Schaden dementsprechend. Das ist auch ein bisschen nervig. Aber kann ich noch mit leben? Geht ja nicht. Hab ja einen Spotter. Dann können wir den hier spielen und dann haben wir das Ding auch schon geklärt. Win! Scheiße, ich hätte nochmal seine Dinger vernichten sollen, weil ich habe eine Quest noch mit so und so viel Kreaturen zerstören, die ich jetzt wieder nicht geschafft habe, seht ihr? Da hätte ich locker noch zwei zerstören können. Scheiße. Naja, egal. Nächste Runde. Lass mal einen Schluck gönnen. Digga. Da ist mir mein Deckel verloren gegangen. Thrall gegen Anduin. Das Licht wird den Sieg bringen. Eure Zeit ist gekommen. Alter Schwede. Da musste ich mich erstmal bücken wie ein Zelleninsasse nach seiner Seife, ey. Zum Glück hat das keiner gesehen. Yo, man. Der Start ist okay. Er ist okay. Ich meine, die Combo mit ihm und ihm ist ganz nice. Allerdings könnte scheiße werden, wenn er... Naja, er ist ein Priester, das ist schon mal auf jeden Fall scheiße. So machen wir das mal. So machen wir das mal. Also wir treten voll aufs Gas. Da kennen wir nichts. Jetzt können wir natürlich nächste Runde jetzt gar nichts spielen, aber... Ist egal. Ist egal. Er wird jetzt auch nicht wirklich viel dagegen machen können. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das schon aller Ehren wert, dass wir hier hinbekommen haben. Scheiße ist jetzt, dass wir nicht mal einen Totem hinbekommen, um ihn günstiger zu machen. Och, er heilt sich nochmal. Denn... Na denn? Und bin ja mal gespannt, was er da drauf bringt. Der musste sein. Dann kriege ich ihn hier noch auf 5 Damage. Und jetzt muss er erstmal eine Kreatur zerstören. Die. Ja, war klar. Aber damit hat er ja jetzt schon wieder das meiste seines Manas verbraucht.
wodurch wir... Na gut, jetzt kriegen wir ihn natürlich nicht hin, aber wir können in der nächsten Runde dann die Combo hier spielen. Die natürlich sehr, sehr nice ist. Das sind ja alleine schon mal 10 Schaden dann. Ja, und er hat trotzdem verloren. Das ist unglaublich. Denn dann hauen wir ihn so einfach mal 10 Schaden in die Fresse. Pop. Alter, war das ein nicer Sieg. Yo, Leute. Das war doch mal vom Allerfeinsten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, meine Freunde, dann würde ich sagen, lasst ein Abo da, einen Kommentar oder ein Däumchen. Vor allem, schreibt mal euer Feedback dazu, wie euch die Folge gefallen hat, wie euch das Deck gefällt. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, solltet ihr auf jeden Fall ein Abo da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bleibt stabil und haut da rein!